Gut. Das Vieh ist garantiert jetzt wieder da. These cells are mental prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Oh Gott. Das heißt, die haben sich quasi, ohne es zu wissen, gegenseitig gebrochen. Die haben den Willen sich gegenseitig gebrochen gehabt. Gott, ich geh mal da hoch. Oder vielleicht siehst du in den Zellen was drin. Wow. Oh Gott. Überall nur furchtbare Sachen. Ich mach dir mal ein Lichtchen an. Ganz kleines Lichtchen. Vielleicht ist es. Ui. Ist wieder eine Zungenknolle. Gut, weiter. Jetzt schnell, schnell, schnell. Zu. Deckel zu. So, schön im Licht bleiben. Ja. Und jetzt flitzt man schnell dorthin. Oh Gott. Moment. Moment, Moment, Moment. Hier. Okay, da geht nichts. Aber hier geht wieder. Gut. Oh oh. Jetzt bin ich wieder auf mich aufmerksam. Ach Gott. Muss mal schnell da rein, nur gucken. Liegt da irgendwas? Nein. Oh Mann. Ich lasse hier mal auf einmal doch irgendwas. Oh Gott. Das ist noch recht frisch. Das ist noch recht frisch. Sieht hier noch so aus. So. Irgendwo schnarcht ein Viech oder ich weiß nicht, was es macht. Oder es schnauft vor Zorn, dass mich noch nicht gekriegt hat. Oh Gott. Okay, da war jetzt Fleisch. Das musste ich mitnehmen. Ich weiß nicht, wofür man es braucht. Zu. Hier schön im Licht bleiben, ja? Schön im Licht bleiben. So, hier. I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus Rose obfuscating the truth in a dim haze. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. These cuts speak volumes, even though my mind remains silent. They will be back. Oh, they will be back. Oh Gott. Es wird immer horrorlastiger. Ich will nicht dieses schimmelige Brot. Okay, in der Dicken, der war auch nichts drin. Jetzt kann ich darüber flitzen. Gott, und du hast noch die ganzen. Okay. Noch eine Zunderknolle. Ich will nicht mehr. Ich kann's nicht mehr. Ah. Okay, hier wird noch ein. Okay, hier ist auch so Licht. Was ist mit dem Ding da? Das ist ein Gammelapfel. Nee, ich mag kein Gammelobst. Ich mag weder Gammelfleisch noch Gammelobst. Das Vieh ist da gewesen. Da hat sich irgendwie gerade rausgepoltert. Oder vielleicht war es eine gefolterte Seele. Eine gepeinigte Seele. Okay. Ich denke, es ist jetzt das Beste, wenn ich verschwinde. Ich denke, es ist das Beste. Raus hier. Oh Mann, er gibt schon wieder Befehle.
Why me? I'm the next best thing. Alexander really fine, and none other than Johann Bayer. You never heard of Johann Bayer? My God, boy. He's probably the greatest man in history. And you don't know him? Was hat er für einen komischen Dialekt? Ich muss mal hier gucken. Notizen. Nee, das ist nicht. Ich muss Mementos gucken. Der Sockel im Altar hat eine Vertiefung, die an die Kugel passen könnte, ja. Eine schwere Tür blockiert den Weg. Agrippa, der sterbende Mann, sucht eine Notiz von einem Mann namens Johann Weyer. Ja, und es wird den Kugel benötigt, um ins Heiligtum zu gelangen. In den Folterräumen verteilt. Oh Mann. Ja, ich kann dir doch nichts geben. Wie stellt man das hier an? Was ist das da oben? Gut, ich gehe wieder hoch, weil ich nicht weiß, wo ich noch suchen soll. Die Zellen waren leer. Zellen waren weit. Okay. Ich dachte, ich komme hier nicht mehr durch. Oh Gott. So, raus hier. Schnell, schnell, schnell. Und ich komme jetzt das Viech nicht. Da komme ich wieder hoch. Oh Gott. So, jetzt bin ich hier wieder halbwegs safe. Jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen. Es gibt hier keine Seitengänge. Oh Mann. Und hier ist Blut. Guck, guck. Und hier? Oh Gott. Oh Mann. Ist auch irgendeine Maschine des Todes. Was ist denn das? Hier ist keine Tür. 9. August 1839. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Das heißt, hat jemanden getötet, weil Alexander von Brandenburg es so wollte. Was sind das für Hebel? Das funktioniert nicht. Etwas scheint mit der Maschinerie nicht zu stimmen. Okay. Das heißt, wenn ich das Rätsel löse, könnte das Viech wiederkommen. Nee, Öl brauche ich keins. Okay, das ist auch kaputt. Was müsste hier getan werden? Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschinerie. Ja, die Frage ist, wo ist die? Wahrscheinlich in einem anderen Raum. Im Raum nebenan vielleicht. Ich versuche es mal hier. Oder ist da schon wieder die Tür, wo nicht aufging? Ne, die ging ja nicht auf. Oh Gott. Hier ging ja gar nichts. Hier ging nichts. Das heißt jetzt für mich, ich muss jetzt hier suchen. Oh Gott. Wir müssen jetzt noch ein Rätsel lösen, bevor ich die Aufnahme mache. Oh Gott, er sucht schon. Scheiße. Scheiße. Ist überall Blut und Kruste. Oh Gott. Oh Mann. Was ist das hier? Das ist irgendein Rohr, das ist kaputt. Total durchgerostet und vergriesgnadelt.
Das ist auch irgend so ein Ding. Wahrscheinlich ist es nur zum Abstützen da oder so. Und dieses Ding, das scheint keine Funktion zu haben. Irgendeine Art. Was ist das? Das sind irgendwelche Plättchen. Oh Mann. Ich will das nicht. Ich will nicht. Aber. Gut, ich gehe noch mal runter zum Agrippa. Zum Agrippa. Ich habe echt keinen Plan, was ich hier jetzt machen muss. Die Rätsel sind böse. So, hier kann ich mir mal kurz die Leuchte nehmen. Wenn das immer so hängt, da denke ich mir gleich, das Viech ist da. Oh Mann. Ich muss da reinkommen irgendwie. Aber wie? Vielleicht kann ich hier mit Hammer und Meißel was ausrichten. Kann nicht verwendet werden. Wirbel? Nee. Also gut. Muss ich wieder runtergehen. Kann ich nicht anzünden. Das ist natürlich schön. Mit der Schaufel kann ich auch nichts machen. Oh Mann. Ich muss mich zusammen. Natürlich bin ich's. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Okay, im anderen Raum. Sagt er. Sind im anderen Raum. Oh Mann. Ich mach hier doch mal ein kleines Knüppelchen an. Oh, oh. So. Da ist noch eine Zunderknolle. Welch ein Glück, dass ich die jetzt noch zufällig gesehen habe. Hier siehst du ja sonst gar nichts. Wow. Da oben gab es ja nichts, aber da gucken wir mal da weiter rein. Das ist jetzt wieder der Altarraum. Ich probiere es dort nochmal. Die Angst überkam ihn erneut. Er griff nochmals nach der leeren Flasche Laudanum. Seine Frustration warf er sie gegen den Bettpfosten. Das heißt, er hat das leere Heilfläschchen einfach gegen den Bettpfosten geballert. Das Bettfüßchen. Ist das Viech wieder da? Ist das wieder da? Ich würde es nicht hoffen. Okay, das ist auch zu. Kann ich nichts machen. Ich muss aber was machen. Irgendwas muss ich machen. Ich weiß aber nicht was. Hier liegen immer noch Bluttropfen. Ich gehe hier nochmal rein. Vielleicht hilft's. Hier gab's doch Maschinenteile, oder? Weiß man nicht so genau, welches ich mir da nehmen soll. Das könnte auch irgendwas sein. Ich kann damit nicht interagieren. Noten sind auch irgendwelche Dinge, kann ich auch nichts machen. Dieses Ding, nee, ist zu schwer. Schlicht und einfach zu schwer. Ist da hinten was? Nee. Also gut, nochmal da rein. Ich komme aber da nicht rein, ne? Och, Menno. Da liegen auch wieder so viele Teile. Teils kaputt, teils nicht kaputt. Wie komme ich da dran? Das sind auch irgendwelche Pipes und Zeugen. Oh Mann. Hoffentlich kommt jetzt das Viech nicht. Jetzt bläst wieder der Wind. Und da drüben ist wieder der Altarraum.
Das heißt, ich bin oben, muss ich ein Rätsel lösen. Aber wie? Wo, wie, was, wann, warum? Vielleicht muss ich da Tier oben reinkippen. Was ist denn eigentlich das für eine Rüstung? Guck, guck. Dass die auf einmal zum Leben erwacht. Wird dann auch zu so einem Eisenviech dann. Da ist noch wie vor die Ritualknolle. Wisst ihr was? Ich probiere es jetzt einfach mal da oben mit dem Teer. Vielleicht muss das Ding nur irgendwie geschmiert werden oder so. Aber ich habe noch nie gehört, dass man mit Teer früher so Zeug geschmiert hat. Oder war das früher quasi ein Ersatz fürs Kettenfett? Wenn man so will. Gut, ich probiere das mal aus. Ich darf nicht zu mutig werden, sonst... Na, ihr wisst ja, was da kommt, ne? Ihr wisst es. Das Viech des Todes. Es wird mich fressen. Wenn ich nicht aufpasse. Die dicke Flüssigkeit verteilte sich auf seine Zunge. Er schluckte übermütig, um keinen Tropfen zu verschwenden. Er sah durch das Fenster auf den weiten Wald in die Morgensonne. Wird das alles je ein Ende haben, fragte er sich. Okay, weiter. Hier scheint nichts zu sein. Nichts von Wert. Also, dass halt wieder die Zellen zu sind. Hier gibt's aber auch nichts. How are things coming? I found a Mithra empire. Van which had not been plundered. Do you know Mithra is? I suppose it doesn't matter. It is an old thing, building temples out of caverns. The Dark Worlds being the universe, and inside are its followers. Humans watching the sky slowly turn. But the followers do have one thing to allow them a real sense of connection, creation. Okay, der kennt den Ursprung der Kugeln. Das sehr interessant ist. Ui. Was ist das? Das ist eine Knolle? Okay, die Kugeln scheinen kaputt zu sein, ja. Aber wie komme ich da hoch? Also, okay. Das heißt jetzt für mich, ich muss Kisten stapeln, womöglich. Ich gehe mal davon aus, dass ich es muss. Kann man den Stuhl nehmen? Ich möchte ihn gern hinstellen, aufrecht. Na komm her. Ich mach's lieber mit Kisten. Ja, muss es mit Kisten probieren. Johann Weil said he found a way to take me with him beyond the stars. But I was too afraid to come along. Seriously. And now all I can do is regret it. So, jetzt brauche ich noch eine. Eine, die noch höher geht. Was ist das hier? Nur Stroh? Ja, da gab es doch mal so einen komischen Film, ne? Nein! Oh. Jetzt ist das Ding runtergefallen. Der Mist. Ich muss aufpassen hier. Das spielt so... Ja. Ah.
Gut, es hält. Es hält soweit. Ich sitze hier nicht rum. Ich streng mich an hier. Ah, jetzt geht's. So, jetzt habe ich das gelöst. Das Problem. Jetzt muss ich leise sein. Ganz leise. Jetzt werden die Hebel wieder funktionieren. Ich gehe mal davon aus. Und jede... Wieso komme ich hier jetzt nicht durch? Jetzt muss ich aufpassen. Oh Mann. Warum muss mir dieses Game immer so eine scheiß Angst machen? Komm, 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 komm. Gib Gas. Gib Gas. Oh weh. Oha. Okay. Weiter durch. Vorsichtig. Was, das Schatten? Nee. Nee, nee. Was gibt's jetzt da? So, jetzt muss ich aufpassen. Okay, das Ding geht auf. Jetzt muss ich aufpassen. Ich mache erstmal nur eins auf. Ich weiß nicht, was da noch kommen wird. Also hier muss man Rätsel lösen können. Ein guter Handwerker muss man sein. So, da unten die eine Tür ist jetzt auf, aber ich weiß nicht, was da drin ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe so einen Schiss. So, gleich wieder eins von denen Viecher kommt. Oh Mann. Welcher Raum ist jetzt auf? Der. Und da ist auch wieder schwarz wie die Nacht. Ja. Ich sitze nicht rum, ich kümmere mich. Ich habe so eine Angst. So. Oh Gott. Und ich hab, mir gehen schon wieder die Fackel aus. Oh Gott, was ist da hinter der Tür? Guck, guck. Oh Mann. Nee, 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 nee. So, hier. Oh weh. Das ist wieder eins von diesen Dingern. Aber das klicke ich jetzt noch nie an, weil ich genau weiß, dass dann gleich wieder irgendein Todesviech kommt. Hier ist noch eine Zunderknolle. Zum Glück. Da ist nichts. Erstmal die Nachricht. Agrippa beeinflusst Weyer. Weyer verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Weyer behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber zuerst Agrippa geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Weyer sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamter verabreiche. Die giftigen Pilze sollen eine lähmende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplares finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte
fruchtbarer Boden zu sein, dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen, gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tempter hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Oder Tempter, ja, Tempter. Na, mal gucken. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesem Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des wasserbewohnenden Kirk. Ich muss mit Weyer darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Oh Mann, die Vorstellung ist bizarr. Die ist wieder mal so bizarr. Und hier ist noch eine Zunderknolle. Und hier haben wir noch ein bisschen Laudanum. Bin froh, wenn ich es nicht brauche. So, und jetzt kriege ich mal dieses Ding wieder an. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu. Wenn ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahin scheiden, während ich derselbe bleibe. Nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Oh Mann. Da hat er quasi seine Erinnerung damit verfasst. Das ist auch irgendwie so eine Art Orb. Okay, hier kann ich mich verstecken. Ich will nicht hoffen, dass ich es brauche. Ich will echt nicht hoffen, dass ich es brauche. Ich mache es auch wieder zu. Guck, sieht keiner. Guck, zu. So. Klappe zu, aber tot. Oh weh. Oh weh. Okay, Altarraum, Eingang. Er öffnete vorsichtig den Körper des Mannes und dachte bei sich, so muss ich Vater bei der Arbeit fühlen. Ein Künstler zu sein, der auf seine feinfühligen Fähigkeiten angewiesen ist, macht einen in gewisser Weise stolz. Oh Mann, diese Zitate sind mehr als nur krank. Okay, hier ist hell erleuchtet und wo hell erleuchtet ist, kann auch ein Viech kommen. Ich bin trotzdem vorsichtig. Oh Gott. Guckt euch die Symbole an. Jeder Teufelsanbeter würde sie hier glücklich schätzen. Was ist das? Nachdem die Männer den Gefangenen gefesselt hatten, konnte das Ritual beginnen. Oh Gott. Das heißt, hier sind die ganzen Folterwerkzeuge. Hier ist eine Zunderknolle. Zange. Oh Mann. Säge, Hammer. Die haben dann wieder sprichwörtlich zersäbelt. Also vorher mit Tieren gemacht hat in den oberen Etagen. Und hier, das sind Skalpell-Vormodelle quasi aus dem 19. Jahrhundert. Da unten ist noch eine Zunderknolle. Na komm, gib sie her. Oh Gott, da sind überall Gammelfliegen. Guckt euch das an hier. Oh Gott, das ist übel. Ja, ist ja schon gut. Scheiß Fliegen. Gut, jetzt sind sie wieder weg. Ich hoffe, dass sie mich jetzt in Ruhe lassen. So. Muss ich vorsichtig sein. Guck, guck. Oh, das scheint noch nicht da zu sein. Oh Mann, hier ist auch nicht viel besser. Wahrscheinlich hatte hier sogar die Viecher oder was hergestellt. Wer weiß, wer weiß. So, hier ist noch eine Notiz. Au. 15. August 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Oh Gott. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, oh Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Und jetzt soll ich den Kerl killen. You must let me be. I have to concentrate. Pin the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come.
Oh Gott. Please, I didn't do anything. Paint the man, cut the lines. Paint the man, cut the lines. Please, the man cries. Ah, ah, how you see. Oh Gott. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Oh my God. Ich muss da... Muss ich da jetzt echt rausgehen? Ich muss da rausgehen. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Oh Gott. Hier hat noch irgendwas gespritzt. Oder ich weiß nicht, was das dargestellt hat. Schnell raus hier. Oh Gott. Hängt noch an Leiche rum. Scheiße, hier hängt überall Leichen. Kacke. Das ist ja verrückt hier. Weiter. Was ist mit meinem Zustand jetzt? Okay, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, nicht gut. Was mache ich eigentlich mit dem Fleisch? Eine Scheibe frisches Fleisch. Wahrscheinlich kann ich da irgendwas mit ablenken. Altarraum, Haupthalle. Du bist zu weit gegangen. Der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschenhieben nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, nach dem Damaskus-Rosenöl zu suchen. Oh Gott. Oh, Scheiße. Und wo so viel... What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours. But now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is... Oh man. Okay. Curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Alles klar, jetzt bin ich ziemlich am Arsch. Und ich traue mich hier nicht mehr weiterzumachen. Deswegen muss man erstmal wieder Kraft sammeln dann. Werde ich hier die Aufnahme speichern. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr auch bald in einer neuen Session. Also schaltet dann auch wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Amnesia: The Dark Descent. Bis bald.